Und wir sind bei ein wenig Wind wieder zurück zu Let's Play OpenTDD mit dem Sandbox. Hallo. Ja, und der Sandbox, der widmet sich jetzt Gleisbauarbeiten. Yep, Während ich ich werde einfach ein mir. paar Signale aufstelle. Ich werde mir nämlich jetzt mal den Banknoten vorknöpfen von Argentum, denn der ist ein bisschen sehr kompliziert, wie ich finde aktuell. Und das möchte ich diese Folge ein bisschen ändern. Da könntest du recht haben, dass das ein bisschen sehr kompliziert ist. Und ich habe es jetzt hinbekommen, unser Zug nimmt jetzt auch tatsächlich Zeug mit. Unser neuer Zug. So, und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wohin wir denn diese wahrscheinlich Unmengen an Wald oder an Wald, an Waren denn verteilen. Apropos, ich wollte mal noch eine was nachsehen. Neue Industrie finanzieren. Wie viel kostet denn so ein Sägewerk? Sandbox, ich habe eine Idee. Oh. Und diese Idee kostet gerade mal ohne Fahrzeuge und ohne Infrastruktur, die man dann noch bauen müsste, 6 Millionen. Sonst noch? Naja, das geht. Und zwar, wo die Map halt das Sägewerk eingestampft hat, bauen wir einfach ein neues. Das wäre preislich, finde ich auch okay. Aber eine Bitte hätte ich. Könntest du mit diesem Umbau warten, bis ich mit dem Umbau, also mit dem Neubau warten, bis ich mit dem Umbau fertig bin? Ja, natürlich. Wunderbar. Tja, im Sandbox soll ich mal unser großes Bahnprojekt mal noch ankündigen. Unser großes Bahnprojekt, das wäre. Der Sonderzug. Ja, kannst du. Ist dein Let's Play. Ja. Naja, weil du ja so für Züge, also Der insbesondere. Sonderzug ist deins. Stimmt. Und zwar haben wir hier die Stadt Rüsselshorst. Und die benennen wir jetzt um. Und zwar in Pankow. Und Pankow wird so eine besondere Ortschaft, wie zum Beispiel auch Fürstendorf, um die ich mich dann so ein bisschen besonders kümmere. Und zwar werden wir machen einen Sonderzug nach Pankow. Warum? Also ich war diese Woche, in der ich das hier aufnehme, an dem Dienstag, auf dem Udo Lindenberg-Konzert in Berlin. Und eins der so der bekanntesten Lieder von Udo Lindenberg ist ja der Sonderzug nach Pankow. Und da habe ich mir gedacht, machen wir das doch. Mach mal so, hier kann man ja Städte umbenennen und da machen wir einen Sonderzug nach Pankow. Und glücklicherweise hat Pankow auch noch Großstadt dazu. Das heißt, die Stadt wächst, glaube ich, viermal so schnell wie eine normale Stadt. Oder doppelt so schnell. Irgendwie so war das. Aus dem Grund wächst Neu-Westerhorst auch so unglaublich schnell, obwohl wir der Stadt eigentlich gar nicht so viel Liebe widmen, sondern das nur ein paar dreckige Stadtbusse hat. Während dagegen hier unser Elbhafen
jeden achten Tag wechseln. Obwohl Elbhafen hat ja auch aktuell auch nicht das maximale Nahverkehrsprogramm sozusagen. Ihr versteht, wie ich das meine, oder? Also der Nahverkehr wird nicht maximal ausgelastet. So ist es richtig. Sandbox, was tust du gerade? Ich habe keine Ahnung. Okay. Beruhigend. Und irgendwie kam mir gerade ein Zug am falschen Gleis an. Und ich habe keine Ahnung warum. Was haben wir denn hier? Ja, und er fährt ein nach Bad Berlin. Und er hat eine Panne, kurz bevor er am Bahnhof ist. Toll. Ja. Oh, und ich sehe gerade, er hat im letzten Jahr, als er eingerichtet wurde, hat er dann erstmal 26.000 Verlust gemacht. In diesem Jahr schon 100.000 Gewinn. Ich glaube, ich mache was richtig. Meinst du den Sonderzug nach Pankow oder? Nee, mein Bauernzug. Ah, genau, stehen um den geht's. Und ich glaube, ich weiß langsam, warum die Züge hier durchfahren dürfen, obwohl die Signale nur in eine Richtung schauen. Wieso hat er nichts? Ist er etwa zum ersten Mal? Ach, der war. Okay. Okay. Schön, dass du das langsam weißt. Freut mich. So. Und wenn du willst, erkläre ich sie dann auch. So, ich plane jetzt die Bahnstrecke für unseren Sonderzug. Ich mal damit. Du planst da jetzt schon die Bahn? Ja, stimmt, genau, ja. Finanziell geht es uns ja gerade wieder recht gut. Ja, das stimmt. Das ist schön. Das ist sehr schön sogar, wie ich finde. Oh Gott, jetzt geht mir gerade auch der. Das fliegt nicht mehr aus dem Kopf. Du brauchst es uns jetzt nicht vorsingen. Nee, ich weiß. Das ist jetzt nicht zwingend erforderlich. Bitte was? Wer hat dir den ungültigen Auftrag? Anscheinend irgendwer. Wer hatte den ungültigen Auftrag? Ich dachte, wir hätten jetzt endlich alle eliminiert. Es gibt Dinge, die kann man nicht eliminieren. Das gehört anscheinend dazu. Gott, nein, Stau. Okay, das können wir umgehen. Was ist los? Gar nichts. Gar nichts. Bei Sollte gar das nichts. los sein? Okay.
M? Was hast du gerade getan? Gar nichts, ich bräuchte 3,1 Millionen D-Mark. Was willst du bauen? Einen Zug wollte ich gerade kaufen. Was ist mit meinem Zug passiert? Gar nichts, was sollte mit dem passiert sein? Sollte irgendwas sein mit deinem Zug? Ich weiß ja nicht. Der steht da so ein bisschen. Oder? Er schaut sich's gerade an, oder? Verdammt, er schaut sich's gerade Mein an. schöner Zug. Scheiße. Er fährt eh schon wieder! Wo ist der? Wo soll er denn fahren? Da. Der Zwölfer! Der steht eh schon nebenan. Ein Ich schöner muss nur Zug. warten, bis die Leichen hier entfernt werden. Kann man die Leichen entfernen? Zug kann nicht ins Depot geschickt werden. Oh. Oben die zum Unglück. Unfall. Oh, die Bewertung in näher befindlichen Stationen wird reduziert. Okay. Bewertung high. Ach so, okay. Dürfen schon wieder fahren. Und wir kaufen weiter Land. Für was kaufen wir Land? Für die Strecke des Sonderzugs. Ah. Wir sind hier noch immer furchtbar und das scheint sich nicht ändern zu wollen. Wo sind wir immer noch furchtbar? In na, Friedrichstadt. Das stört mich so ein bisschen. Eine Buslinie kann ich ja in Betrieb nehmen. So halb zumindest. Und dann schauen wir mal weiter. Ich hab's gleich geschafft. Wunderbar. Allerdings müssen wir noch auf den Zug warten, also auf den Zug warten, dass der rauskommt, mit dem ich fahren will. Weil der Zug ist noch nicht draußen. Ich möchte dafür nämlich einen deutschen IC verwenden. Ein Intercity. Ja, das kann aber leider nicht noch dauern, bis der rauskommt. Ja, aber wir sind ja schon im Jahre 94. Das heißt, wir können im nächsten, wahrscheinlich dann in der nächsten Folge, meinen Geburtstag feiern. Yay.
Das wird schön. Also, mein Geburtstag, dass ich dann geboren bin. In welchem Jahr bist du eigentlich geboren? Das weißt du nicht. Ich wusste es definitiv mal, aber es fällt mir aktuell nicht ein. Hey, es ist spät. 98. Und feiern wir da auch eine Party? Das könnte eventuell sogar die Folge sein. Das könnte dies. Nee, ich glaube, Nächste meine ich. Nächste meine ich. könnte auch nächste Folge sein. Ne, die Folge hier ist jetzt gleich zu Ende. Wir sind bei 15:40 und ja, wir haben den Sonderzug gebaut. Übrigens, ich hab mal, wir müssen sowieso noch ein bisschen sparen, weil Ja. der Tunnel, den ich baue, kostet pro Hälfte 3 Millionen. Soll ich dir das sagen? Ja, pro Hälfte 3 Millionen. Was hast du vor? Halt einen Tunnel. Wo? Unter Bad Fulda. Ach du Scheiße! Ist das dein Ernst? Ja. Ja, das wird unser Rennsteigtunnel. Oh Gott, nein. Ich hab wieder ein Wort gesagt, wo ich sofort an ein Lied denken muss. Also, ich würde sagen, bevor ich jetzt anfange loszusingen, beenden wir mal besser die Folge. Ja, Sandbox, was möchtest du noch zum Ende der Folge sagen? Gar nichts mehr. Alles klar, dann. Aus Sicherheitsgründen. Haha. Bis zum nächsten Male.